Hallöchen, Freunde, und willkommen zurück zu Minecraft. Wir sind gerade in der Rüstungsanlage. Wie mache ich das hier? Warte mal. Da könnte ich eigentlich die Treppen, aber da habe ich keine, ne? Da habe ich keine mitgenommen. So schlau war ich nicht. Ich gehe erstmal pennen. Gute Nacht. So, guten Morgen. Und 16 Stück ist ein bisschen wenig. Naja, ich hoffe mal für das, was wir brauchen. Oh, 4 ist auch ein bisschen wenig. 1, 2, 3, 4, 5. Oh Gott, da brauchen wir alle. Jetzt kribbelt die Nase. Entschuldigung, ich wollte gerade sagen, da kribbelt die Nase schon wieder. Schnell aufgeschrieben. So. Dann kommt das so. Und was machen wir hier rein? So, aber wenn hier die Tür steht... Nee, nee, warte. Der muss... Ich muss unbedingt jetzt gleich nochmal Stein holen. Machen wir gleich, Sekunde. Das wird so gemacht. Alter, das klingt, als wäre die Hälfte vom Lied weg. Merry go! Obwohl, wir können eigentlich auch uns das einfach machen. Wir bauen uns einfach mal einen Ofen. Wie lange habe ich schon keinen Ofen mehr gebaut? Den flanschen wir damit dran. Schmeißen da einfach mal 64 von den Koppels. 64 von den Koppels rein und klatschen einfach mal hier so ein bisschen Kohle mit rein. Dann kann das da durchbrennen. So, das ganze Know-how-Zeug da erstmal rein. Aber ich muss trotzdem ins Lager, um was Wichtiges zu holen. So, jetzt steht dann hier ein Rüstungsständer, hier stehen zwei Rüstungsständer und da steht einer. So, dann gehen hier nochmal Balken runter. Ich bin gerade am Überlegen, wie ich das mit den anderen mache. Warte mal. Obwohl, warte mal, der vorne wäre vielleicht ein bisschen Mumpitz gewesen. Den vorderen, den lassen wir drinne. So, und dann schlagen wir jetzt erstmal ein bisschen was raus. Bis auf die Höhe. Und mal sehen, das wären ja 1, 2, 3, 4. Machen wir mal einen fünften mit dazu. Und dann geht das hier mal ein nach hinten. Ja, genau, einer nach hinten. Oh, das wird eine mega coole Rüstungskammer. Nur wie ich das mit den Waffen mache, das weiß ich noch nicht so hundertprozentig. So, dann kommt das erstmal raus. Und dann kommt das erstmal raus. Und dann brauchen wir die hier wieder. So. Und ich glaube, wir müssen uns glatt noch ein paar Rüstungsständer machen. Die werden wohl nicht reichen. Habe ich nicht noch mehr von den Stufen oder habe ich die jetzt da basicerweise... Ja, genau, habe ich damit reingepackt. Naja. So, dann kommt hier hinten noch eine normale Wand mit rein. Obwohl, warte mal, eine Zweierwand würde da eigentlich reichen. Ein bisschen Ressourcen sparen müssen wir. Nur so ein bisschen. So, da bauen wir rein. Jetzt habe ich natürlich auch noch das Holz mit weggeklatscht. So, da kommt das hier mit rein. Dann machen wir das so. Dann machen wir das so. Obwohl man das auch anders machen könnte. Ich habe doch Treppen mitgenommen. Ja, ich weiß. Ich bin heute momentan so ein bisschen in meiner eigenen Welt. So. Und dann hier... So, und dann kommt hier noch ein Glowstone mit rein zur Beleuchtung. Und dann haben wir da die Rüstungen. Hier drüben kann man das natürlich nicht machen. Warte mal, wie mache ich das hier? Da brauche ich ja noch normalen Stein.
Den haben wir gerade zufällig dabei. So, dann brauche ich hier die Treppen, die ich nicht habe. Habe ich. Hä? Ich habe noch Treppen gehabt. Ach, hier. So. Ach so, dann komme ich da nicht mehr. Ah, doch, ich komme noch ran. Sehr schön. So, und dann brauchen wir Türen. Und dafür brauchen wir Holz. Zwei haben wir zwar schon, aber zwei sind ein bisschen wenig. Nochmal drei Stück dazu. Ich hätte die gerne nach außen aufgemacht. Aber nicht so. Kriege ich das nicht hin? Ach, warte mal. Wenn ich die so mache... So funktioniert das. Oh. So. So schaut das nach was aus. Sehr schön. So wollte ich das haben. So, aber jetzt muss ich mal ganz eben kurz ins Lager sprinten. Ich werde mal noch so ein bisschen Billigholz besorgen. Woraus wir noch Sticks machen können. Wir brauchen ja noch einiges mehr an Rüstungsständern. Ich glaube, die Waffenkammer, die mache ich mit rein. Das heißt, wir brauchen Bilder. Wir müssen uns noch ein paar Bilder mitnehmen, wo halt die ganzen Waffen aufgehangen sind. Und dann bauen wir uns ein paar Waffenständer. Und für die Waffenständer brauchen wir jetzt ein paar Zäune. Und zwar, halt, warte, Bilder. 17 Stück haben wir noch. Obwohl, mit Kisten wäre das, glaube ich, auch ganz geil. Ich nehme mal ein paar Kisten mit. Haben wir vielleicht noch mehr Kisten? Nee, ne? Bücher brauchen wir da eher nicht so. Billigholz wollte ich noch haben. Nehme ich mal hier noch so einen halben Stack mit. Kann man daraus Billigholz machen. Und dann müssen wir noch was aus dem Lager holen. Und zwar Glowstone. Die Beleuchtung da drin, die wird mit Glowstone stattfinden. Und ein paar Falltüren nehme ich mir noch mit. Die ich dann noch zur Abdeckung mit benutze. So, Glowstone, 44 werden reichen. Oh. Wenn wir das nächste Mal in der Hölle sind, Freunde, erinnert mich dran, nimm auch Glowstone mit, wenn du drüber fliegst, Herr Lord Regent. Wenn du schon da bist. Habe ich meine? Ja. Die Spitzhacke werde ich jetzt als allererstes mal wieder in Sicherheit bringen. Brauchen wir ja momentan nicht. Die brauchen wir dann bei unserer nächsten Bastelaktion, wenn wir ein klein wenig weitermachen. Brauche ich sonst noch was? Ach warte, Falltüren. Haben wir die hier oder ist das beim Redstone dabei? Oder vielleicht bei Eiche? Ah ne, Eiche ist hier. Ja, nicht so. Dann ist das wohl beim Redstone dabei. Schauen wir mal eben, weil da hatten wir ja auch so endlos viele, wenn ich mich da richtig entsinne. Oder haben wir die schon irgendwo angebracht? Ach hier, 20? Ich lasse mal eine hier. 20 ist jetzt nicht so die Welt. Wollte gerade Kohle auffüllen, aber ist ja alles voll. Sailor's Lament nennt es sich. Ich feiere den Shader immer wieder aufs Neue. Wie toll das hier drin dann einfach aussieht. Wahnsinn, Wahnsinn einfach. Na, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Der Shader bringt einfach irgendwie Leben hier rein. Ich weiß auch nicht, wieso es so ist, aber es ist halt einfach so. So, wir beginnen mal mit den Glowstones. Shiny Armor. Aha. So, und da kommt jetzt hier so ein Dings davor. So, das müsste ja eigentlich von der Theorie her hell genug sein, oder? So, wir haben hier keine klar definierte Mitte, ne? Was auch sehr schade ist. Wie machen wir das mit Licht? Ich würde sagen, einfach hier dann so. Weil jetzt brauchen wir ja hier nochmal einen Fünfer. Eins, zwei, drei, vier und ein Fünfer. Und dann würde hier dann... Das schließt schön ab. Tja, mal wieder Glück im Unglück gehabt, sag ich mal, ne?
dass das alles... Meine Spitzhacke ist schon kaputt. Dass das alles so hingehauen hat. So, klackedi, klackedi, klack. Und neue Spitzhacke am Start. So, aber dann kommen da die nächsten Rüstungen drauf. So, warte mal, lass mich mal... Boah, hallo Framerate, geht's noch? Ich glaube, du spinnst. Gerade mit dem Kabel verfangen. Wir haben doch noch hier die Zäune. Nee, das sieht nicht aus. Dann lassen wir es lieber so. Oh, bau doch ab. Wenn du einmal hier die Effektive gewöhnt bist, ne, dann hast du zu gucken, dass du wieder zurückkommst. Das wird schon wieder dunkel. Ach du meine Güte. Gute Nacht. Guten Morgen. Habe ich die Dose gerade ein bisschen hart aufgeschlagen. Tut mir auch fast leid. So. Und dann hier noch einen nach hinten. So. Ach nee. Wo sind meine richtigen? Hier. Hier haben wir schon. Alter, wie extrem das Inventar einfach nur zumüllt, wenn du auf so einer Baustelle bist, ne? Das ist echt krass. So, da oben könnte man eigentlich wieder Müll einfügen. Weil hier kommen ja die Treppen her. Und jetzt müssen wir nochmal 4 Rüstungsständer bauen. Eins, zwei, drei, vier. So. Und weg damit. So, da wird ein Glowstone reingeflanscht. Und das Ding davor gesetzt. So, dann kommt hier ja die sogenannte Mauer rein. Da machen wir wieder unser Balkenprinzip mit dazu. Oh, so natürlich nicht. Ach, warte mal. Nee, der hier bleibt frei. Das heißt, wir hauen hier den Balken rein. So, und wir hauen hier den Balken rein. So, 2, 4, 6, 7. Das heißt, wir haben hier eine definierte Mitte. Eine klar definierte Mitte, möchte man schon fast sagen. Aber das mache ich dann aus Stein. Und da kommt dann natürlich eine Eisentür rein. So. Und jetzt sind mir die Steine ausgegangen. Oder haben wir vielleicht zufällig... Ja. Ganz rein zufällig haben wir noch... Oh, warte mal. Der weg und der weg. Genauso wie der weg. Da könnte man in der Theorie sagen... Man macht das so. Man macht das so. So, und dann hier nochmal Gitter mit reingeflanscht. So, aber dann kann man hier nochmal Licht anbringen. Und dann mal die ganzen anderen Fackeln entfernen. Mal gucken, wie das dann so mit der Ausleuchtung hinhaut, ob das überhaupt hinhaut. Naja, eher ein bisschen schlecht. Ich denke mal... Achso, das ist ja hier... Das ist ja hier gar nicht so gut. Warte mal, dann machen wir Folgendes. Wir reißen das hier nochmal ab. So, und was hierher kommt, Freunde, das sehen wir morgen wieder. Bis dann, macht es gut und Tschüssikowski.